Wir sind auf dem 7. Community Camp hier in Berlin und neben mir steht Frank Feldmann. Frank Feldmann ist einer der Hauptorganisatoren des Community Camps und ich glaube auch Mitgründungsmitglied. Wie fing es damals an vor 7 Jahren, Frank? Also die Idee wurde geboren auf dem zweiten Barcamp Berlin. Also wir hatten hier 2007 das zweite Berliner Barcamp veranstaltet, auch schon hier in der Zimdata Medienakademie. Und eines der Themen, was damals zunehmend an Relevanz gewonnen hatte, war eben die Frage, wie sich Web verändert, wie sich Kommunikation im Web verändert und wie man das eben auch zukünftig managen wird. Und da ist auf Initiative von Dr. Kai-Uwe Hellmann, der das als Soziologe wissenschaftlich beobachtete, dieses Phänomen, was da gerade online passierte, die Idee entwickelt worden, doch so ein Themencamp zu machen, was noch dadurch befördert wurde, dass wir auch merken, dass so ein Berliner Barcamp mittlerweile riesengroß geworden ist. Also wir hatten hier über 450 Teilnehmer. Das führte uns dann doch an die Kapazitätsgrenzen. Und infolgedessen haben sich halt gerade auch in Berlin eine Reihe von Themencamps entwickelt und das Community Camp, was dann 2008 im Oktober das erste Mal stattgefunden hatte, war eines davon. Wie viele Teilnehmer waren es beim ersten Community Camp? Da waren wir auch knapp 300. Das hatte aber vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass die Veranstaltungsszene zu der Zeit, was Barcamps anbelangte und auch was was Berlin als Veranstaltungsort von Online-Konferenzen anbelangte, noch nicht so etabliert war, wie es das jetzt ist. Ja, wir waren auch eins der überhaupt ersten Themencamps, die da angeboten wurden. Und da waren nicht nur Community-Manager damals auf dem Camp. Den Begriff Social-Media-Manager gab es damals noch gar nicht. Der hat sich erst später herausentwickelt. Und von daher hatten wir natürlich in diesem ersten Jahr auch noch viele, die sich generell für Barcamps interessiert hatten, einfach hier. Heute seid ihr eingeschränkter auf die Zielgruppe Community Manager, vermute ich mal, aber ihr habt auch ganz viele Teilnehmer hier, denn es wirkt wie ein großes Camp. Wie viele sind denn hier? Ja, wir sind jetzt wieder bei 250 angekommen, was auch zeigt, wie sich das Thema in den letzten Jahren entwickelt hat. Ja, wenn man sich das mal überlegt, wir glauben uns ja immer zu erinnern, dass wir schon immer getwittert haben und schon immer auf Facebook aktiv gewesen sind. Als wir das erste Camp damals 2008 gemacht haben, war Facebook gerade mal ein halbes Jahr in Deutschland am Markt. Und jeder weiß, wie sich die Szene in der Zwischenzeit entwickelt hat. Jeder weiß, wie sich die Berufsbilder in der Zwischenzeit entwickelt haben. Und wir vom Community Camp haben mit den Teilnehmern zusammen diese Entwicklung begleitet. Oh ja. Entwicklung, gibt es auch eine Entwicklung, die aus diesem Camp heraus entstanden ist, wo Leute sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir starten jetzt irgendeine Initiative? In der Tat. Zum einen hat sich der Bundesverband für Community Management hier auf der Sitzung, auf dem Camp konstituiert. Wir haben also, wir sind sozusagen die Gründungsmutter des BVCM, mit dem uns natürlich seitdem auch eine enge Partnerschaft verbindet. Das zum einen. Zum anderen haben sich aber aus dem Community Camp heraus weitere Themencamps herausgebildet, wie zum Beispiel das Facebook Camp oder das Monitoring Camp, was ja schon artverwandte Themen sind, die auch Community Manager und Social Media Manager dann nochmal intensiver interessieren. Ja, das ist ja sehr interessant und der Traum eines jeden Camp-Veranstalters, dass das so die Initialzündung für weitere Communities ist und für weitere Aktivitäten. Wird es denn ein CCB 15 geben? Wie schätzt du das ein? Also von uns aus sehr, sehr gern. Also wir haben hier, glaube ich, über die Jahre mit allen Beteiligten, ja, und das sind ja in erster Linie natürlich die Barcamper, die hierher kommen, also die Community- und Social-Media-Manager, die da das Camp mit ihren Inhalten füllen. Also ich sage ja immer, wir als Orga, wir stellen immer nur die Zelte auf und mit Leben müssen diese Zelte von den Camperinnen und Camper selber gefüllt werden. Ich habe den Eindruck, dass alle ungebrochen Lust auf dieses Camp haben. Man redet ja auch so vom Klassentreffen der Community und Social Media Manager. Wir als Orga-Team machen gern weiter, keine Frage. Wir haben ja auch eine sehr gute Partnerstruktur, die uns unterstützen. Auch da können wir immer darauf zählen, denke ich, auch in den nächsten Jahren,
Das ist eine Erfolgsgeschichte und die würden wir mit allen Beteiligten gern weiterschreiben. Partnerstruktur heißt, es sind die Sponsoren, die schon eine Weile dabei sind und so ein paar sind immer wieder dabei. Und wie groß ist so euer Orga-Team? Wie viel Aufwand muss man treiben, um so ein Camp zu stemmen? Also das Community Camp macht uns mittlerweile schon das ganze Jahr über Arbeit. Das ist einfach so, wenn du eine Unkonferenz für 250 bis 300 Leute organisierst, dann ist ja die Herausforderung, ein Event zu kreieren, was professionell organisiert ist, aber andererseits eben diese Hemdsärmeligkeit nicht verliert und diesen Barcamp-Geist. Und das ist uns enorm wichtig. Da gibt es so ein paar Kriterien, die uns sehr wichtig sind, wie die Vorstellungsrunde, der Session-Pitch, die Feedback-Runde und so weiter. Daran werden wir auch weiter festhalten. Und im Orga-Team sind weiterhin noch Vivian Pein, die auch Mitinitiatorin des Camps war, der Oliver Überholz, Christian Rasch, der sich um die Technik kümmert, Carina Maltri, Carola Klaus, das ist so das Kernteam und natürlich Dr. Kai-Uwe Hellmann, dessen Geist immer hier anwesend ist, wenn wir das Camp machen, weil er halt der Initiator ist und war und eine Reihe von ganz vielen helfenden Händen, ohne die wir das Camp so nicht veranstalten könnten. Und all die im Orga-Team sind, machen das irgendwie nebenbei, das ist nicht ihr Hauptjob und das ist alles Freizeit, oder? Genau, wir machen das alle nebenbei. Natürlich können wir auch Synergien nutzen, weil wir ja auch im Thema arbeiten oder mit dem Thema zusammen zu tun haben. Und mittlerweile ist es ja auch so wie eine große Familienfeier, die man organisiert. Ja, da freut man sich dann auch, wenn alle zusammenkommen. Und die Aufwände, die wir halt haben, sind ja durch die Sponsoren, Partner und auch durch die Teilnehmergebühr, die wir jetzt nehmen, refinanziert. Die Teilnehmergebühr ist ja neu, ihr habt das zum ersten Mal gemacht. Gab es irgendwelche Reaktionen darauf? Da waren wir auch sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Es gab für uns zwei Gründe, vielleicht auch das nochmal ganz kurz, warum wir eine Teilnehmergebühr eingeführt haben, die übrigens für beide Tage bei 20 Euro liegt, möchte ich auch mal erwähnen an der Stelle. Zum einen hatten wir, wie viele Barcamps, einfach mit dieser No-Show-Rate zu kämpfen. Ja, wir hatten im letzten Jahr eine No-Show-Rate von 35%. Das war uns als Veranstalter einfach zu viel, weil darunter leidet die Qualität. Besucher, die gerne aufs Camp kommen möchten, sind abgeschreckt, weil wir halt offiziell ausgebucht sind. Dann bleiben doch Plätze offen. Wir hatten uns versprochen, dass über die Teilnahmegebühr wir diese No-Show-Rate besser aussteuern können. Das ist tatsächlich Erfolg. Wir haben in diesem Jahr eine No-Show-Rate von 10%. Und von diesen 10% wissen wir von vielen, warum sie nicht da sind, weil sie erkrankt sind, weil private Gründe dazwischen gekommen sind, was ja immer mal passieren kann. Also da sind wir enorm zufrieden. Und auch aus Orga-Sicht ein Aspekt, der Aufwand steigt einfach auch und auch den können wir eben dadurch besser aussteuern, wenn wir eine kleine Teilnahmegebühr nehmen. Wir hatten im Vorfeld des Community Camps ja eine Umfrage gemacht, des letzten, und hatten auch abgefragt, wie denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Gebühren stehen. Und da gab es ganz offen auch den Hinweis, wir haben damit kein Problem. Und wir haben auch von den Community- und Social-Media-Managern und denen, die im Umfeld dieses Themas arbeiten oder damit zu tun haben, keine Kritik bekommen. Ein paar Barcamp-Puristen, die sind natürlich ein bisschen in die Diskussion eingestiegen, aber das ist okay und das halten wir als Orga-Team auch aus. Klasse, die 250 Leute zeigen ja, dass es offensichtlich nicht abschreckend ist, da auch 20 Euro zu zahlen. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und noch ganz viele Community-Camps hier in Berlin. Danke, Frank Feldmann. Ja, vielen Dank.